Es gibt mega Neuigkeiten für alle Ghost of Tsushima-Fans. PlayStation hat es heute offiziell gemacht. Wir erwarten die erste Story-Erweiterung für Ghost of Tsushima. On top bekommt das Spiel noch ein PS5-Upgrade und noch einige andere Sachen. Es ist auf jeden Fall noch lange nicht tot, wird noch länger supported. Was genau kommen wird, zeige ich euch in diesem Video. Bleibt dran! Servus Gaming-Freunde, es ist unglaublich, die ganzen Leaks haben gestimmt. Demnächst erwartet uns das allererste Story-DLC für Ghost of Tsushima. Was kommen wird, wie viel das Ganze kosten wird, erfahrt ihr gleich im Video. On top bekommt das Game auch noch ein PS5-Upgrade. Sind richtig geile Features mit dabei. Und auch der Multiplayer Ghost of Tsushima Legends wird weiter supported. Es sind einfach mega Neuigkeiten. Letztes Jahr konnte ich das Game ja nicht so gut supporten. Wer sich zurückerinnert, ich hatte ein mega Projekt in der Schule und konnte dann leider kein Ghost of Tsushima bringen. Diesmal wird das Ganze anders sein. Ich habe Zeit für YouTube, Zeit für euch und es wird eine richtig geile Zeit. Ich würde sagen, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und wer in Zukunft nichts verpassen möchte zu Ghost of Tsushima, kann gerne ein Abo dalassen. Das DLC hört auf den Namen Director's Cut, wird für die PS4 und für die PS5 am 20. August rauskommen. Passt perfekt, Sommerloch ist da, gibt nichts anderes zu zocken und dann kommt eben ein richtig nices Ghost of Tsushima DLC raus. Es wird auf der Insel Iki spielen, wenn ich sie richtig ausgesprochen habe. Nicht nur Tsushima wurde damals von den Mongolen angegriffen, sondern auch die Nachbarinsel Iki. Chin macht sich auf die Reise, um auf dieser Insel Gerüchten über eine mongolische Präsenz nachzugehen. Dabei findet er sich in Ereignissen wieder, die zutiefst persönliche Bedeutung haben und ihn wieder zwingen werden, einige traumatische Momente aus seiner Vergangenheit zu erleben. Neben der neuen Insel gibt es eben eine ganz neue Story, es wird neue Charaktere geben, neue Rüstungen sowie ein neues Pferd, wenn es das ist, brutal geile Optik, neue Minispiele, neue Gegnertypen und vieles mehr. Außerdem wird es auch neue Tiere geben oder ein neues Tier, eher gesagt, das man wieder streicheln kann. Bin ich mal gespannt, was das ist. Wir hatten ja zuvor den Fuchs. Außerdem wird das DLC noch Trophäen besitzen. Wenn man Ghost of Tsushima schon auf der PS4 gezockt hat, kann man auch seinen Speicherstand von der PS4 auf die PS5 übertragen und dort dann einfach weiterspielen. Und das neue DLC wird ab Akt 2 von Ghost of Tsushima zur Verfügung stehen. Also muss ein bisschen Ghost of Tsushima gespielt haben, um eben in das DLC reinkommen zu können. Muss eben in der Toyotama-Region unterwegs sein und dann wird man wahrscheinlich irgendwo einen Questmarker bekommen, dass man von da an eben dann auch das DLC zocken kann. Bevor wir jetzt zum Upgrade von der PS5-Version kommen, zu einem Update allgemein von Ghost of Tsushima und auch zu den Multiplayer-Infos, schauen wir uns erstmal die Vorbestellungen an. Was wird im Endeffekt die Expansion kosten? Ihr könnt einmal Ghost of Tsushima Director's Cut für die PS5, aber auch für die PS4 vorbestellen. Das ist so ein Komplett-Bundle. Das sind jetzt Dollarpreise. PS5 kostet 69,99 und auf der PS4 kostet es 59,99. Man kann das einmal vorbestellen digital im PlayStation Store oder physisch bei verschiedenen Händlern eben. Ihr seht, was dabei ist. Ganz links natürlich die Grundversion Ghost of Tsushima. Wir haben den Legend-Modus mit dabei, der Multiplayer. Und ihr seht unten Iki Island, die neue Expansion. Dann seht ihr weiter rechts eben, es gibt einen Director-Commentary. Die reden dort einfach ein bisschen über Ghost of Tsushima. Unten drunter gibt es dann eine neue Rüstung, eine neue Maske und ein neues Pferd. Ein paar In-Game-Items, wie zum Beispiel einen Technikpunkt oder auch nochmal einen neuen Talisman. Wenn man das Ganze vorbestellt bei den Händlern, also im Endeffekt physisch, bekommt man einen digitalen Mini-Soundtrack vom Grundspiel Ghost of Tsushima und zwei neue Songs von Iki Island, von dem Update im Endeffekt, von dem DLC, von der Expansion. On top gibt es noch ein digitales Artbook, ein bisschen schade, dass das digital ist, mit 10 neuen Zeichnungen im Endeffekt, wahrscheinlich von eben Iki Island. An der Stelle eine wichtige Info für alle, die sich jetzt digital im PlayStation Store dieses Bundle da vorbestellen möchten, bekommen direkt Zugang zur PS4-Version von Ghost of Tsushima. Also das Grundspiel kann man sich direkt runterladen, dann aber die Expansion bekommt man natürlich erst am 20. August. Kommen wir nun zum Upgrade vom Director's Cut. Ich denke, viele von uns haben eben schon das Grundspiel und brauchen nicht mehr diese Komplett-Edition. Man kann auch nur das DLC einzeln kaufen, digital im Endeffekt runterladen. Und zwar für die PS4 kostet es 19,99, sind wie gesagt Dollarpreise. Und für die PS5 kostet es 29,99, 10 Euro mehr. Wir haben aber mehr Features. Was dabei ist, zeige ich euch gleich. Man kann auch später von der PS4-Version nochmal 10 Euro zahlen oder 9,99 Dollar eher gesagt und kann dann auf die PS5-Version upgraden.
Kommen wir nun zum PS5-Upgrade. Das sind coole Sachen mit dabei. Unter anderem eben das haptische Feedback vom PS5-Controller wird unterstützt. Das ist natürlich genial. Bin echt gespannt, wie sich der Schwertkampf anfühlt. Oder auch beim Bogen, wenn man dann die Sehne spannt und den Pfeil abschießt. Das wird wahrscheinlich ein richtig cooles Feeling werden. On top gibt es auch nochmal eine Verbesserung bei der japanischen Stimmversion. Die Lippen werden perfekt synchron sein. Im Grundspiel war das nicht so gut umgesetzt. Und dadurch, dass natürlich die Lippen synchron sind, ist das Spiel einfach echter. Es kommt ein bisschen echter rüber, authentischer eben von den Charakteren. Außerdem unterstützt das Spiel auch 3D-Audio von der PS5. Die Ladezeiten werden deutlich reduziert sein. Es gibt 4K, Auflösungsoptionen und 60 Bilder pro Sekunde. Eine Aktualisierung fürs Grundspiel wird es ebenfalls geben. Die ist für alle Spieler da. Also man muss dafür nicht das DLC kaufen. Die Aktualisierung ist im Endeffekt kostenlos. Man bekommt hier für den Fotomodus ein neues Update. Unter anderem kann man dort zum Beispiel einen Köcher ausblenden. Und es wird natürlich auch noch für Ghost of Tsushima Legends Updates geben. Man braucht dafür nur Ghost of Tsushima. Und wenn man das gekauft hat, bekommt man auch die Legends, die Multiplayer-Updates. Und da werden noch einige neue rauskommen, unter anderem ein brandneuer Modus. Da weiß man aktuell noch nichts drüber. Die Entwickler möchten in den nächsten Wochen mehr bekannt geben. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr euch das neue Story-DLC geben werdet oder ob ihr eben nur das kostenlose Upgrade dann vom Legend-Modus, vom Multiplayer-Modus geben werdet. Das war's soweit vom Video. Wer in Zukunft zu Ghost of Tsushima nichts verpassen möchte, kann gerne ein Abo dalassen. Sobald neue Infos rauskommen, werde ich für euch ein Video machen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.